schon eine Mini-Atombombe dabei. Oh, ich habe Schlüssel gefunden. Und mal gucken, was hier abgeht. Unbefugter Zutritt verboten. Bericht, 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 Bericht. Können wir auch was tun? Nein, nur Berichte. Heute ist das Kommando von Fort Strong auf mich übergegangen. Ich freue mich schon, der USA über Testen ihrer experimentellen Waffensysteme in unserer Anlage behilflich zu sein. Die Männer haben auf meinen Befehl hin die Insel bereits für die Tests vorbereitet. Die alte Kaserne abgerissen und eine simulierte Stadt errichtet. Da wir den Feind an einer urbanen Front bekämpfen müssen, ist es meiner Meinung nach am besten, diese Waffen an zivilen Gebäuden zu testen. September. Wir haben eine neue Lieferung von T-51B Power-Rüstung getestet, die von den Technikern der Army gerade fertiggestellt worden sind. Ich bin von dem umfassenden Schutz beeindruckt, den sie unseren Soldaten bieten, während sie ihnen gleichzeitig große Mobilität ermöglichen. Mir ist allerdings aufgefallen, dass den Soldaten das Springen von in diesen Dingern immer noch schwerfällt. Wegen des Gewichts des Anzugs fallen sie bereits bei harten Landungen häufiger um. Die Jungs von Erwartung haben sich das mal angesehen und sie schlagen vor, ein Gyroskop und einen Stoßdämpfer in den unteren Torso einzubauen. Ich werde dies nach oben weitergeben und sehen, ob ich Washington dazu bringen kann, die Extrakosten für die Modifizierung auszugeben. Die Situation im Ausland spitzt sich zu, deshalb hat Washington uns angewiesen, die Projektlaufzeiten zu halbieren. Ich habe sie auf die dadurch entstandenen Gefahren hingewiesen, doch wir scheinen keine große Wahl zu haben. Ich habe mich entschlossen, meine Mitarbeiter im Team Alpha und Team Bravo aufzuteilen, sodass wir an zwei Projekten gleichzeitig arbeiten können. Dadurch arbeiten zwar weniger Leute an einem Projekt, aber ich bin überzeugt, dass wir den neuen Zeitplan trotzdem einhalten können. Ich werde Team Alpha an der Power-Rüstung und Team Bravo an den neuen M42 Fatman-Werfern arbeiten lassen. Genau, die Fatman suchen wir ja hier gerade. Team Alpha hat gerade den ersten Schwung T-51B-Anzüge an die Front nach China geliefert. Den Berichten nach zeigen die Anzüge eine bessere Leistung als erwartet und fressen sich durch feindliche Panzer und Rüstung, als ob es Papier wäre. Angeblich ergeben sich einige feindliche Truppen sogar, wenn sie die Power-Rüstungstruppen mit ihren 5mm Miniguns auch nur sehen. Sieht ganz so aus, als hätten sich Team Alpha eine Ausgangserlaubnis für Wochen in Boston verdient. Dezember. Team Bravo hat gerade damit zu kämpfen, dass das abgefeuerte Geschoss des M42 nicht weit genug fliegt. Das Problem liegt darin, dass der Gefechtskopf nach wie vor zu schwer ist, um die erforderliche Distanz zurückzulegen. Unsere simulierten Soldaten bekommen immer noch zu viel Strahlung ab und erleiden Verbrennungen durch die Explosion. Einer der Techniker hat den radikalen Vorschlag gemacht, eine kleine Sprengladung anzuverwenden, um das Geschoss schneller aus dem Werfer zu katapultieren. Seine Berechnung klingt vernünftig, also werde ich ihn es versuchen lassen. Nach einigen Rückschlägen und dem Verlust eines Testtrupps haben wir die Feuervorrichtung des M42-Werfers endlich perfektioniert. Washington hat mich gedrängt, dieses Projekt mit zum Abschluss zu bringen, doch für eine so wirkungsvolle Waffe wollte ich mir ausreichend Zeit nehmen. Wir haben die Werfer zum Lager in Mississippi geschickt und warten nur noch auf den Befehl, die Gefechtsköpfe dorthin zu verschicken, wo sie gebraucht werden. Hoffentlich sind wir diese Atomraketen noch vor Ende des Monats los. Ich fühle mich nicht wohl, nur wenige Meter über eine Menge Atombomben zu schlafen, die die gesamte Insel ausradieren könnten. Okay. Dieses Gebiet ist offensichtlich seit einiger Zeit verlassen. Meinst du? Also gut, hoffentlich gibt's hier was mit. Bingo. Handbuch für versteckte Einsätze. Hier sind ein paar nützliche Sachen. Schau mal. Hä? Ah. Patrone. Patrone. Kronkorken. Whisky, Wodka. Waschmaschine. Also ich versuche mit dem Pöppel zu wehren. Okay. Aufzug. Da passen wir bestimmt beide rein. Pass auf, wo du hintrittst. Hier liegen viele Trümmer. Also ich wollte gerade sagen, wenn der jetzt hier mit mir auftaucht, das wird eng. Kann man eigentlich die... Wir sollten dieses Gebiet gründlich nach technischen Dokumenten und Vorkriegsartefakten absuchen. Hab ich vor. Aber gut, dass du es nochmal extra erwähnst.
mag diese Fleischsäcke nicht, aber okay. Viel ist nicht mehr da, um diese Überreste zu identifizieren. Über Tafel. Ja, lass uns mal schauen, was wir hier noch finden. Hier liegt ziemlich viel Müll. Es könnte aber von Vorteil sein, ihn zu durchsuchen. Eine Rüstungswerkbank, ein Schraubenmodifikator. Rad dabei. Stimpack, Kronkorken. Essen brauchen, nicht gegessen tagelang. Wie schwacher Mensch heulen. Du schwach. Jetzt weiß ich, wie die HP hochkriege. Sagen, Mund halten. Ich hab Hunger. Ich esse mal. Oder dir Zunge rausreißen. Ha, nicht gegen die Schimpfen. Nicht wert. Lass uns noch mal hier reingucken, bevor wir dann die Supermutanten treffen. Purified Water. Schmutziges Wortbett. Nach dem Staub zu urteilen, sind wir wohl die Ersten, die sich seit langer Zeit an diesem Ort umgesehen haben. Ja, würde ich jetzt nicht unterschreiben, weil hier sind Supermutanten. Was ist das? Da drüben, Zugriff! Gut gemacht. Okay. Skorpionstachel, nichts ist. Was auch immer das war, es wurde total zerstört. Ja. Das wurde es, mein Freund. Lass die Waffe entsichert. Was auch immer diese Unordnung verursacht hat, könnte noch hier sein. Du meinst die Supermutanten, die uns da gerade beschossen haben? Hohlflasche. Mhm. Dieses Gebiet ist offensichtlich seit einiger Zeit verlassen. Deine intelligenten Bemerkungen immer, das ist so. Aufbauend. Wir müssen aus dieser Strahlung raus. Sofort. Legung an einem Stiel. Kontor. Yeah. Viel ist nicht mehr da, um diese Überreste zu identifizieren. Warte. Ich glaube, wir werden verfolgt. In die Hölle zurückgeschickt. Sicher die Waffenkammer ist abgeschlossen. Aber jetzt gucke ich jetzt nochmal Team Bravo Testterminal an. Ach Gott, 4-5 Text. Okay, mal gucken. Die Dinge spitzen sich hier langsam zu. Miss Brock hat sich entschlossen, unsere Männer in zwei Teams aufzuteilen. Ich habe eine der kurzen Halme gezogen, also bin ich bei M42 Fatman Raketenwerfer gelandet. Während die meisten meiner Kumpel schön oben beim T51B Anzüge sitzen. Was für eine gefährliche Dache. Da gibt es ja hier noch irgendwelche Informationen, die ich automatisch rauskriege. Ansonsten ist das nur Geschichte. Die mich auffällt. Mit Denzel möchte ich jetzt noch nicht sprechen, weil ich mich hier noch umgucken.
Sie hat ja selbst gesagt, ich soll hier möglichst viel mitnehmen. Wie schön, dass die hier unten rauchen durften. Keine Raketen. Haben wir Raketenwerfer? Ja, meinetwegen. Kommt man bestimmt wieder raus. Ich sag mal, hier drin sind die ganzen Sachen, die der haben wollte, der Typ. Und hier ist ein Weg hoch. Und die beiden werden konfisziert. Macht ihnen ja bestimmt nichts aus. Was ist denn der Hund? So, der ist hier hinten drauf. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo Densen ist. Sieh dir den Laden mal an. Du musst Mutanten genauso hassen wie ich. Wieso der Hass? Warum hasst du Supermutanten so sehr? Sie sind verantwortlich für den Tod eines engen Freundes, eines Bruderschaftsritters namens Cutler. Wenn du also fragst, ob ich sie hasse, dann sage ich, hasse ist noch viel zu milde ausgedrückt. Dieser Satz ist nur ein weiteres Beispiel dafür, wie die Menschheit blind einen Schritt nach vorne macht, nur um dann zwei Schritte zurückzutaumeln. Ich kämpfe schon seit Jahren dafür, diesen Irrsinn zu beenden. Gerade als es so aussah, dass wir die Oberhand gewinnen, tauchten die Sins auf. Ich habe gesehen, was diese Supermutanten mit Leuten anstellen. Kannst du dir vorstellen, was die Sins mit uns tun würden, wenn sie jemals die Oberhand gewinnen? Es wäre der erneute Weltuntergang. Und vielleicht das Ende von allem, was uns etwas bedeutet. Möglich. Ich will dich auch nicht mit meinem Gerede langweilen. Ja. Ich will nur, dass du verstehst, wie wichtig diese Missionen sind. Armageddon? Wie sollten die Sins für unseren Untergang verantwortlich sein. Wenn es irgendwann mehr Sins als Menschen gäbe, wie lange würde es wohl dauern, bis sie beschließen, dass wir nicht mehr gebraucht werden? Sie haben ganz offensichtlich die Fähigkeit, neue Sins herzustellen. Also sind wir entbehrlich. Und mit der Technologie des Instituts auf ihrer Seite könnte sie nichts aufhalten. Nicht einmal die Bruderschaft. Das ist ein Albtraum, den man sich besser gar nicht vorstellen sollte. Naja, genug davon. Das Wichtige ist, dass du den Job erledigt und die Sprengköpfe für uns sichergestellt hast. Du solltest zu Pridwin zurückkehren, um den Maxen sprechen. Ich bin sicher, er will so bald wie möglich eine Einsatznachbesprechung. Wegtreten. Oh. Fühlt es sich fast an, als käme ich nach Hause. Ja, dann wieder nach oben mit Maxen sprechen. Den scheiß Anzug hier abliefern. Und mal noch ein kurzes Simpack geben. Ein Mob. Ja, ich bin hier schon durchgegangen. Und theoretisch, tendenziell würde ich jetzt nochmal versuchen, nach oben zu gehen, bevor ich das Haus verlasse. Klappt. Dann nehme ich hier noch Patronen mit und ein technisches Dokument. Ich freue mich, dass ich hier nicht durch kann.
hier auch nichts mehr ist. Und auch ins Commonwealth und dann schauen wir mal, ob keiner guckt. Ob das wir machen können. An Bord der Bridwin. Da ist sie auch schon. Und ohne Gewitter sieht das auch viel freundlicher aus hier. Gehen wir zurück oder ist hier noch der Hubschrauber? Okay, das ist das Gerät. Der Bruderschaft im Rücken werden wir niemals scheitern. Außer ich springe jetzt hier ins Wasser. Du solltest zur Pridwin zurückkehren. Ich kümmere mich um die Sprengköpfe. Die Sauerei. Ja. Aber ich gehe zu Fuß, wenn du nichts dagegen hast. Er hat mich als Begleiter verlassen, wenn ich das richtig sehe. Ach komm, ich geh doch schnell reisen. Karte, Pridwin. Ja. Und da ist eine schöne Pistole mit Visier, was für weite Entfernungen ist. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist und ziehe nicht mit dem Ding auf mich. Okay. Okay, ich habe noch nicht der Level abgekriegt. Zwei an den Kopf und tot. Ja, zwei in den Kopf und tot bleibt der andere. Egal. Schauen wir mal, was noch so jetzt hier drauf los ist. Ich muss zu Maxwell. Ältester Maxon? Das war ausgezeichnete Arbeit in Fort Strong, Soldat. Danke. Es war nicht das Institut. Schade nur, dass es nicht das Institut war. Keine Sorge, Ritter. Sie werden früher, als Sie denken, damit zu tun bekommen. Um das Institut in die Knie zu zwingen, müssen wir jede Waffe einsetzen, die uns zur Verfügung steht. Ich versuche, meine Soldaten immer bestmöglich auszurüsten. Daher habe ich diese hier für Sie. Mit einer Signalgranate können Sie einen Vertibird zu Ihrer aktuellen Position rufen, falls Sie einen Lufttransport benötigen. Werfen Sie sie einfach auf den Boden. Der Vertibird wird sich dann im elektromagnetischen Rauch orientieren, den die Granate freisetzt. Sind Sie an Bord, nutzen Sie die Karte Ihres Pip-Boys, um eine Verbindung mit dem Navigationssystem des Piloten herzustellen. So kann er Sie hinbringen, wo auch immer Sie hin müssen. Mir im Kampf helfen? Wird der Vertibird mich auch im Kampf unterstützen? Ich fürchte, wir können keinen voll bewaffneten Vertibird für diese Aufgabe abstellen. Sie werden sich mit einem Standardtransporter begnügen müssen. Sie können während des Flugs aber natürlich die Seitengeschütze nutzen. Okay, das ist gut, ja? Danke. Danke, Ältester. Ich werde Sie gut einsetzen. Das erwarte ich. Nun, ich bin mir sicher, dass Ihnen klar ist, Fort Strong war nur der erste Schritt zur Befreiung des Commonwealths. Jetzt liegt eine weitaus größere Aufgabe vor Ihnen. Inzwischen ist Ihnen sicherlich klar, dass unser Erscheinen im Commonwealth kein Zufall war. Wir sind hier, weil Paladin Dances Erkundungsteam eine einzigartige Energiesignatur entdeckt hat. Laut unseren Gelehrten ist diese Signatur ein Anzeichen für einen technologischen Fortschritt, wie ihn nur das Institut erreichen kann. In dem Moment, in dem wir diese Information erhielten, war unsere Mission klar. Das Institut und alle, die mit der Erschaffung der Synths in Verbindung stehen, müssen ausgeschaltet werden. Um jeden Preis. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir allerdings das Hauptquartier des Instituts finden. Ich habe unsere Gelehrten des Commonwealth sorgfältig absuchen lassen. Aber sie konnten nichts finden. Wo fange ich nur an? Wo fange ich an? Ich will, dass Sie da rausgehen und zu unseren Augen und Ohren werden. Sie schienen bereits vor unserem Treffen daran interessiert zu sein, das Institut zu finden. Daher bin ich mir sicher, dass Sie sich in den richtigen Kreisen bewegen werden. Wenn Sie einen Weg hineinfinden, melden Sie mir das sofort. Irgendwelche Fragen, Ritter?
Energiewerte? Was ist mit diesen Energiewerten, die Paladin Dances Erkundungsteam entdeckt hat? Unsere Gelehrten sind sich aufgrund der hohen Frequenz sicher, dass es sich dabei um Technologie des Instituts handelt. Aber der Ausgangspunkt ist unbekannt. Wir fangen sie noch von Zeit zu Zeit auf. Aber wenn wir ein Team losschicken, verschwinden sie. Seien Sie äußerst vorsichtig. Ich wäre nicht verwundert, wenn diese Energiewerte von einer Waffe des Instituts kommen würden. Gibt es sonst noch etwas? Vorschläge? Irgendwelche Vorschläge, wo ich als nächstes suchen sollte? Ich kann Ihnen nur raten, Augen und Ohren offen zu halten, Ritter. Jeder verfügbare Gelehrte arbeitet daran, einen Weg ins Institut zu finden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir eine Lösung gefunden haben. Danke. Abstandssensoren grün. Echo von 3 Sekunden. Ich gehe mal wieder aufs Flugdeck und überlege mir gerade, ich gehe, glaube ich, echt jetzt nochmal zu dem anderen Ding, wo ich hin wollte, hier mit Satellitenschüsseln, bevor ich die Rüstung dann abgebe, oder ich gebe sie gar nicht ab und ich nutze die einfach weiter. Das Commonwealth ist ein gefährlicher Ort. Nimm dir genug Ausrüstung mit, bevor du aufbrichst. Ja, mach ich. Nicht. Okay, ich bin jetzt wirklich allein unterwegs. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber sei's drum. Auf nach Boston. Okay, ich gehe jetzt doch erstmal in Diamond City umher. Und guck mal, ob ich Piper da finde. Ich habe jetzt echt Lust, mit ihr rumzulaufen und ja, mit Piper dann die Brüder finden und. Und jetzt? Erstmal Versorgung mit Truppen. Eine Gruppe Soldaten. Sprich mit Ellie. Nick. Soldaten der stählernen Bruderschaft im Freedom Trail. Hört sich an, als ob sie nicht. Also, sie sind in Schwierigkeiten geraten. Im Polizeirevier Cambridge. Technische Dokumente, verlagten. Dann taucht wieder. Die lasse ich weg und raus. Hast du Piper gesehen? Ich muss Zeitungen verkaufen, Mister. Hallo. Hast du nichts Besseres zu tun? Piper finden. Mal gucken, ob Piper jetzt hier drin ist. Wenn nicht, dann nicht. Kann ich die nicht hier irgendwie über Statistiken? Huch. Hab da kein Essen, kein Wasser? Na dann. Ich gehe jetzt erstmal zu Nick und der Dame Ellie. Pass auf dich auf. Das Institut könnte direkt hinter dir lauern. Ja, könnte. Was? Schoolhouse. Egal, Detective. Nick Valentine. Und dann gehe ich zum Starlight Drive-In, baue da kurz irgendwas hin. Ich bin deine Meinung. Wäre ein klasse Zitat. Er ist mein Klient, Piper. Warum steckst du deine Nase in Sachen, die dich nichts angehen? Ach ja, wenn man vom Teufel spricht. Da bist du ja wieder. Aber hi. Ohne deinen Sohn. Was ist passiert? Wo
anfangen? Wo soll ich anfangen? Als ich herausstellte, dass Kellogg für das Institut arbeitet? Oder als er mir sagte, dass sie Sean hätten? Das Institut. Ach du Scheiße. Es tut mir leid. Wirklich. Das macht die Sache um einiges komplizierter. Er hat recht. Scheiße, Nick ist ein Zünd und nicht mal er weiß, wie man da reinkommt. Kein Zünd weiß das. Alle Erinnerungen daran werden von den Sicherheitsprotokollen gelöscht. Muss eine Möglichkeit geben. Ich muss dort irgendwie reinkommen. Ich bin jetzt seit über einem Jahr an diesen Typen dran. Die sind die Geißel des Commonwealth. Von allen gefürchtet und gehasst. Da ist was dran. Manchmal kidnappen sie Leute mitten in der Nacht. Und manchmal lassen sie alte Sünds zurück, um uns an sie zu erinnern. Aber bis zum heutigen Tag ist eines völlig unklar. Wo das Institut liegt und wie man reinkommt. Genau, aber es gibt einen, der es wissen muss, oder nicht? Der Kerl, der ihn Sean übergeben hat. Kellogg. Er ist tot. Spielt sowieso keine Rolle. Er ist tot. Ja, der einzige Mann, den das Institut hier draußen hat, wird sich wohl kaum lebend fangen lassen. Einem Mörder und Kidnapper wird also von rachsüchtigen Eltern das Hirn rausgepustet. Wäre echt ein prima Ende, wenn wir nicht noch das größte Rätsel des Commonwealths lösen müssten. Was jetzt? Und was jetzt? Das Hirn rausgepustet. Das Hirn. Vielleicht brauchen wir ihn ja auch gar nicht. Du sprichst in Rätseln, Nick. Stimmt was nicht mit deinem Subroutin? Hör zu, in Good Neighbor gibt es die Höhle der Erinnerungen. Dort kann man Erinnerungen nacherleben, so real wie an dem Tag, an dem sie entstanden sind. Wenn einer ein totes Hirn zum Singen bringen kann, dann Dr. Amari, die Meisterin der Erinnerungen. Dr. Amari? Wer ist diese Dr. Amari? Sie kann dir ihre Lebensgeschichte ja persönlich erzählen. Lass uns bei der Sache bleiben. Ich schätze, wir brauchen ein Stück von Kelloggs Gehirn. Genügend graue Zellen, die wir Amari geben können, um rauszukriegen, ob's funktioniert. Herrgott, Nick, ist ja ekelhaft. Im Ernst? Ja, klingt gruselig. Aber uns bleibt keine Wahl. Wir haben keinen Anhaltspunkt. Nichts. Im Hirn dieses alten Söldners schlummert vielleicht alles, was wir brauchen. Jetzt ist's crazy. Was brauchen wir genau, Nick? Kelloggs Hirn. Ja, die Sache ist alles andere als sicher. Aber Dr. Amari kriegt es vielleicht wieder zum Laufen. Dann wissen wir, was er wusste. Ausgedruckt auf Papier, ja? Also, ich glaube, ich hab da schon was. Das Ding hier hat der Kellogg an seinem Kopf. Kybernetik, hä? Könnte ein Sechser im Lotto sein. Ob wir diesen Hirntrip nun machen oder nicht, wir können nicht alle zusammen quer durchs Commonwealth spazieren. Also, wer begleitet dich? Ich muss sowieso zur Höhle der Erinnerungen, wenn ich dich Amari vorstellen soll. Wenn wir zusammenreisen sollen, sag einfach Bescheid. Höhle der Erinnerungen? Muss ich sonst noch was über die Höhle der Erinnerungen wissen? Sie liegt in Good Neighbor, ein kurzes Stück nordöstlich von hier. Sie heißt nicht umsonst so. Der Name ist Programm. Viele geben ihr letztes Hemd, nur um die schönen Momente ihres Lebens nochmal erleben zu können. Wieder und wieder. Aber nicht wir. Wir werden versuchen, tief in den Geist eines anderen einzutauchen. Wir können uns dort treffen oder zusammen dorthin gehen. Dann nehme ich Piper mit. Danke. Ich reise mit Piper. Wir treffen uns dort, Nick. Klingt gut. Passt auf euch auf. Keine Sorge. Wir holen den Jungen da raus. Bald haben wir es geschafft. Ja. Schön, dass du da bist, Piper. Ich muss nur kurz mit Eddie sprechen hier. Hi. Miss Perkins. Wie gut, dass du da bist. Während ihr beide, Nick und du, unterwegs wart, ist ein neuer Fall reingekommen. Bereit, Detektiv zu spielen? Wer ist der Kunde? Wer ist unser Kunde? Ein Fischer, der am Rand des Commonwealth lebt. Kenji Nakano. Nakano. Ich kenne den Namen. Ich kann mich aber nicht an Details erinnern. Du solltest mal anfangen, die Dinge aufzuschreiben, Nick. Geht nicht. Dann hättest du ja keinen Job mehr. Das merke ich mir für das nächste Mal, wenn ich einen hysterischen Kunden beruhigen muss. Herr Nakano hat mir nichts Genaueres gesagt. Er meinte, er erklärt dir alles persönlich. Okay. Aber wenn ich raten soll? Vermisste Person. Der Typ hat echt besorgt reingeschaut. Kenji Nakano? Kannst du mir was über Kenji Nakano sagen? Nur ein paar Eindrücke. Offenbar war er sehr besorgt, aber auch in Eile, als würde er es hassen, einfach nur zu warten. Ich bin ein Freund von Nick, er kennt mich noch, ich brauche sofort seine Hilfe. Und dann war er weg.
Er hat was gemurmelt, als er rausging, aber nein, ich weiß nicht, ob das von Bedeutung war. Was war das? Komm schon, Ellie. Raus mit der Sprache. Was hat er gesagt? Ich glaube, er sagte was von einer Tochter und einem Funkgerät, aber ich bin nicht sicher. Ich weiß auch nicht, wie die beiden Sachen zusammenhängen. Ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich drum. Danke, Ellie. Die Nakanos wohnen im Nordosten an der Küste. In einem kleinen Fischerhaus. Er meinte, dass er und seine Frau dich erwarten. Ist ein langer Fußmarsch. So fangen die schweren Fälle immer an. Okay, das ist mir zwar neu, aber ja, akzeptiere ich so. Tschüss. Okay, ein neuer Fall. Und, Piper wieder dabei. Das freut mich. Geh schneller, Nick. So, Karte. Sieh die Fallakten an. Warte mal kurz. Ich gehe wieder rein, sehe mir die Fallakten an. Akte Earl Serling. Auftraggeber Vadim Bronov. Noch ein Verschwinden zu erklären. Earl Serling, 25 Jahre alt, Barkeeper und Dogout in Vadim Brokhov. Ein Erinnerer bemerkt, dass Earl einmal Tage nicht zur Arbeit erschienen war. Die Sicherheit wurde gerufen, es gab keine Durchsuchung, natürlich nicht. Das Institut hat ihn entführt, so erzählte er sich in der Stadt wie immer. Vadim kam in mein Büro angetrunken und mit einer rührseligen Geschichte darüber, dass er und Earl schon seit längerer Zeit kennen und dass er nicht glauben kann, dass Earl vom schwarzen Mann entführt wurde. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass er recht hat. Earl hatte keine Feinde, zumindest keine mit Motiv, ihn umzubringen. Außerdem hat er allein gelebt und daher muss ich herausfinden, ob Vadim irgendwas sonst in Dogout seine Schlüssel hat. Oder irgendjemand sonst in Dogout seine Schlüssel hat. Ich werde mit der Sicherheit lieber nicht erklären müssen, warum ich das Schloss in Earls Tür knacke, falls ich ein Fehler begehe und auch frischer Tat abdacht werde. Also. Enthält das Holoband-Spiel Zeta-Inversion. Ja, schön. Lass dir Zeit. Leute, die lesen können, zahlen meine Miete. Oh. Spur ist verschwunden. Da ist noch eine Akte. Martys Holoband. Ah. Niki, du alter Nietzsack, hier ist Marty. Ich weiß, es ist schon eine Weile her. Aber ich bin da auf eine etwas geheimnisvolle Sache gestoßen, die deine Schaltkreise in Gang bringen könnte. Erinnerst du dich noch an diese hässliche Grashüpferstatue oben auf Faneuil Hall? Da war eine Notiz dran. Eine Notiz des Sohns von einem gewissen Sham Drown. Ich schätze nicht, dass der Name dir was sagt. Aber der Typ war ein Kupferschmied aus der Zeit, als die Leute sowas noch gemacht haben. Offenbar führt diese Notiz direkt zum geheimen Versteck des Typen. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber ich wüsste schon gern, ob es das Versteck noch gibt. Ich werde mir die Hall mal etwas genauer ansehen. Wenn du das Team wieder zusammenbringen willst, dann lass es mich wissen. Noch eine Aufgabe. Das ist doch schön. Hier kommen so langsam richtig viele Quests auf mein Konto und dann schaue ich mir die alle an und guck mal, was hinten bei rauskommt. Und vorne alles süß. Ich hab's aufs Dach geschafft. Mit meiner Power Armor. Mitten im Gewitter, was natürlich sehr beruhigend ist.